Jo, Leute, willkommen zurück bei Wings of Liberty. Wir gehen gleich mal direkt in die Nachrichten. Joko-Nudeln, sind sie zu hart, bist du zu weich? Okay, das hatte vielleicht ein bisschen was von Fallout, glaube ich. Du siehst beunruhigt aus. Du hast in die Geisterwelt geblickt und etwas gesehen, was dir nicht gefällt. Ist es Kerrigan? Sieht so aus, als hätte der Overmind Kerrigan erschaffen, um die Zeit von irgendwas zu befreien. Irgendwas, das will, dass sie die Protoss vernichten. Irgendwie ist alles schiefgelaufen. Nichts läuft wie geplant. Jetzt lauert da draußen auch noch etwas, das uns alle vernichten will. Zerg, Protoss, das sind mächtige Spezies. Wie furchterregend, wie gewaltig muss etwas sein, das mit ihrem Schicksal spielt. Ja, aufregend. Wir gehen mal ins Arsenal. Hat der gute Savorn was zu erzählen? Ja. Ich habe mir mal die Aufzeichnungen angesehen. Diese verdammten Protoss sind uns noch immer meilenweit voraus. Einige der Nummern, die die Typen abziehen, sind einfach unglaublich. Wem sagst du das? Die haben eine Menge neuer Tricks auf Lager, seit wir das letzte Mal gegen sie gekämpft haben. Ich meine, was soll der Mist? Seit wann können die ihre Leute einfach überall hinwarpen? Ich dachte, die bräuchten dafür mindestens so etwas wie einen Warp-Knoten. Nicht einfach überall hin. Sie brauchen schon einen Pylon oder eine andere Energiequelle in der Nähe. Aber sie arbeiten eben genau wie wir ständig daran, ihre Technologien zu verbessern. Ja, hört sich nicht verkehrt an. Horner? Verdammt, Matt. Ich weiß nicht mal, was ich mit der letzten Vision aus dem Kristall anfangen soll. Serathul hat nach mehr Hinweisen auf das Ende des Universums gesucht. Aber diesmal war er auf Ajur. Ajur? Wonach hat er gesucht? Er wollte herausfinden, warum der Overmind die Königin der Klingen damals überhaupt erschaffen hat. Sie ist diejenige, die das Universum zerstören wird? Nein, das ist es ja gerade. Sie scheint die Einzige zu sein, die das Universum retten kann. Ha, strange. So, hier in der Messe waren wir schon, das ist nichts. Gehen wir wieder zurück ins Labor. Und schauen wir in den Zerg-Tank, das Ding ist ja riesig. Und pulsiert widerwärtig. Eintrag 2345. Könnt ihr euch durchlesen. Und gehen wir mal in die Konsole. Da haben wir wieder irgendwas freigeschalten. Ah, hier haben wir schon fast alles. Zeig mal her. Spezialeinheiten beginnen mit 100 Energie. Ja. Ist jetzt nicht so. Schiff und Fahrzeuge reparieren langsam Trefferpunkte. Das hört sich doch gut. Da müssen wir keine Arbeiter nutzen, um zum Reparieren. Die Arbeiter können weiter Ressourcen abbauen. Das hört sich doch gut an. Ja, wir sind immer noch nicht am Ende. Was hat denn der gute Zerator zu erzählen? Freund Rainer, müsst ihr an der Vision des Overminds über die Zukunft teilhaben. Das Ende meines Volkes. Das Ende aller Dinge. Dies ist unser Schicksal. Sollte Kerrigan sterben. Ich habe keine große Lust mehr, eine Vision des Overmind anzusehen. Aber wenn Kerrigan darin eine Rolle spielt, ich muss es einfach wissen. Auf einer fernen, überschatteten Welt werden die Protoss zum letzten Gefecht antreten. Sie werden ihre Helden versammeln, ihre Streitkräfte aufmarschieren lassen und dann tapfer sterben. Aber sterben werden sie. Und meine Zerg werden Sklaven sein. Sklaven des Hybriden. Alle werden sich beugen vor der Macht des Gefallenen. Ja, das sind keine guten Aussichten.
Was wir dagegen tun können, ob wir was dagegen tun können, werden wir herausfinden. Volk der Protoss, hört mich an. Das letzte Zwielicht ist gekommen. Die Galaxie brennt um uns herum. Die Terraner wurden verschlungen. Wir sind alles, was sich dem Schatten noch entgegenstellt. Und sollten wir heute unser Ende finden, so werden wir das gemeinsam tun. Entarotasada! Okay. Ich suche den Pfad der Hölle. Einheitenbomben ohne Ende. Zack, zack. Was ist hier? Okay. Töten Sie 2500 feindliche Streitkräfte. Verteidigen Sie bis zur letzten. Schwer wiegt meine Bürde. Oh, schön. Erhabener, das Gewölbe ist bereit. Gibt uns Deckung, während wir unser Wissen für diejenigen, die uns nachfolgen, sichern. Sie dürfen nicht die gleichen Fehler wie wir machen. Ich bringe Weisheit in eine beschützen Sie 25 Chaos. Minuten. In Audin lösen. Gab's hier nie was? Ja, hier war eine Expansion. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich habe die letzten Schiffe unserer großen Flotte zusammengerufen. Okay. Ihr hättet zu keinem günstigeren Zeitpunkt eintreffen können, Admiral Urun. Wenn der Feind aus der Luft angreift, werden wir eure Unterstützung benötigen. So. Schauen wir mal hier. Die Zerg haben die ihnen zugedachte Rolle wie geplant erfüllt. Meine Hybriden sind der Beweis dafür. Und nun werden die letzten der Protoss ihre Rolle erfüllen. Im Tod. Ach, ja, das wird. Zeit des Chaos. Das wird aufregend. So, erstmal die Expansion sichern. Basis wird angegriffen. Ganz so clever gebaut, das Ganze. Mal schauen, wie viel wir hier in die Verteidigung setzen werden. Ich suche den Pfad der. Da brauchen wir noch ein paar Arbeiter. Der Zergenschwarm schließt zu unseren Flanken auf. Wir müssen schnell reagieren, oder unser Verteidigungswall fällt. Ja. Ah, gut. Mein Leben für Ajur. Zack, zack. Ich bringe Weisheit. Ich jetzt nicht ganz so viele, wie nennt man das? Normale Truppen? Was will ich hin? Ja, wow. Ist das euer Ernst? So. Nee. Oh, shit. Wow. Unser Leid, die Stunde der Wahrheit. Kommen wir zu euch. Die neue Freunde machen Spaß. Ah, die sind noch im Bau. Durchgeführt. Und wir können hier lang. Ja, da runter. Uiuiui. Oh, Angriff. Ja, kommt, Angriff. Uiuiui. Zurück, zurück, zurück. Die falschen Einheiten noch hier. Oh, komm, komm, komm. Oh. Ich suche den Pfad der Erlösung. 1600, ja, wir bauen mal nach.
welche. Uiuiui. Oh, ja. Schosak Mokn. Okay. Gut, das. Hält es eine Weile. Angriff. Angriff. Alles soll in meinem Namen neu erschaffen werden. Erblickt meine größte Schöpfung. Achso. Zack, 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 zack. Ja, damit. Sprecht ihn. Können ja mal alles bauen. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Ah, shit, 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 shit. Wir dürfen nicht, ich bringe Weisheit in aller Zeit. Ja. So, ein bisschen. Mein Leben für Ajur! Teleportation erfasst. Erfasse beträchtliche Zerg-Aktivität in den Schwarmclustern. Bereitet euch auf ihren Angriff vor. Komm, das müsst ihr halten. Ein paar Mortals ausballern. Ah, ich habe keine Ressourcen. Schlecht. Ah, ich bräuchte wahrscheinlich hier diese Templer. Teleportation erfolgreich. Ne? Euch gehört meine ergeben. Oh, da kommen sie schon wieder. Oh shit. Ja, das war nichts mit der Expansion. Oh, hier woanders. Ah, ein paar dunkle Templer. Das ist gut an denen, die sind unsichtbar. Die Frage, soll ich hier kämpfen? Ja, ich muss eigentlich kämpfen. Ups, nee, die eigenen angreifen. Hui, ich glaube, das ging hinten los. So, die müssen. Wenn wir das schaffen. Ja, dann haben wir schon das Dings nicht mehr erreicht. Ja. Tun wir das Ganze mal neu starten. Vielleicht gleich ein paar mehr. Na komm, das kennen wir schon. Ich suche den Pfad der. Ja, macht das Sinn jetzt? Die Expansion zu nehmen, so wirklich verteidigen kann ich es ja auch nie. Die Kolosse, das bräuchte ich. Dann von denen ein paar mehr bauen. Erhabener, das Gewölbe ist bereit. Gibt uns Deckung, während wir unser Wissen für diejenigen, die uns nachfolgen, sichern. Sie dürfen nicht die gleichen Fehler wie wir machen. Tja, hier müsste ich irgendwie zumachen. Ja, vielleicht schauen, dass ich ein paar Kolosse so schnell wie es geht, ein paar mehr rauskriege. So. Dass die einfach die Gegner wegbrutzeln. Templer, ja. Ich habe die letzten Schiffe unserer großen Flotte. Dann haben sie im Psy-Sturm so ein bisschen was reißen. Ihr hättet zu keinem günstigeren Zeitpunkt eigentlich verkacke. Admiral Urun. Wenn der Feind aus der Luft angreift, werden wir eure Unterstützung benötigen. Uiuiui, ja. Die Zerg haben die ihnen zugedachte Rolle wie geplant erfüllt. Meine Hybriden sind der Beweis dafür. Und nun schicken wir schon mal rüber. Die letzten der Protoss ihre Rolle erfüllen. Ihr auch. Im Tod. Huf, jetzt haben wir schon keine Einheiten mehr. So, wir wollten ja die Kolosse bauen. Oh, die sind teuer. Ich
Ich bringe Weisheit. So, jetzt kommen sie. So, mit denen muss ich. Sollen sie nie aushalten? Schön aufpassen. So, jetzt gehen wir hier rüber. Ah, dieser Engstelle kämpfen, warum nie? Ah, ich will nicht so viele Kanonen rumkommen. Wir müssen schnell reagieren, oder unser Verteidigungswall fällt. Sprecht ihr mich? Kommt jetzt von hier oder von unten? Ah, ich weiß es nicht. Das ist nicht für ein Riesenvieh. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Da verliere ich mein ganzes Mitschild. Ist nicht so wild. So, jetzt muss wahrscheinlich von unten. Und vielleicht dann nochmal ein paar mehr bauen. Waffen-Upgrade. Ich suche den Pfad der Erlösung. Psy-Sturm. Komm. Achso. Ja. Er geht nie. Oh Gott, jetzt sind wieder so viele. Flugeinheiten. Ah, oh, okay. Oh, ich meine eigene Angriffe. Die brauchen einen Augenblick. Schwer wiegt mein. Ja gut, wenn ich die Expansion jetzt verliere, ist halt so. Ja, das haben wir. Nehmen wir die halt noch dazu. Nochmal zwei von denen. Ach, die sind da teuer, ne? Alles soll in meinem Namen neu erschaffen. Wo kommen sie jetzt? Erblickt meine größte Schöpfung. Zucker. Die will ich aber nie sehen. Sprecht ihr mich an? Ich bin der Weisheit. Teleportation erfolgreich. Ja. Sieht das ein bisschen besser aus. Ja. Wäre schon mal schon ein bisschen besser überlebt. Warte mal. Ja, ja, ist teuer. So, Psy-Sturm. Kommen Sie von hier? Ja. Ja, vielleicht können wir so irgendwie hier aufhalten. Ja, hier ist es nicht ganz so schlimm. Noch mehr. Ja, ist halt so. Okay, komm, wir ziehen zurück. Das hat keinen Sinn. Okay, nach unten. Ja, da können wir ein bisschen Zeit schinden mit diesen Kanonenwinsten. Aber die bräuchte ich halt überall. Oder ein Teil meiner Armee nach oben. Können wir Zeit schinden. Ja, die kämpfen da, die kämpfen hier. Ui, ist das anstrengend. Wieso kann ich nicht rein? Kingston? Okay. Wir machen zwei von denen. Ja, jetzt fehlen mir die Ressourcen aus der Expansion. Ihr
müsste die Flieger, ein bisschen die hier. Waffen, Upgrades. Muss man lesen. Okay, können wir noch raten. Gut, zurückziehen zu den Geschützen. Unsere Phasenleiter sind bereit, ihren Anteil beizutragen. Ja, das ist schön. Bismarck-Inhibitoren deaktivieren. Alle Geschütze auf den Hybriden. Ja, schön. Sollen wir die Leute hier zerstören? Es ist gut, euch zu sehen, großer Mohandar. Für Ajur. Zurück. Uiuiui, das ist anstrengend. Shit, ich brauche unbedingt Geschütze. Dies müsst ihr in allem enden. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, anstrengend. Ja, bist du? Um gearbeiten. Genau, 200 Ressourcen noch. Ja. Immer noch eine Viertelstunde durchhalten mit dem bisschen hier. Aber ich benutze halt auch nicht gut genug die ganzen Fähigkeiten der einzelnen Einheiten. Komm. Ja, die sind wichtig. Genug, mit sprecht ihr mich an. Ah, hier sind auch keine Dings mehr. Warte, kommen sie schon wieder. Müssen wir sie halten, solange es geht. Druck, 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 Druck. Ja, das war ja nur ein kleiner Angriff. Ja, dafür sind die ganzen Geschütze zerstört. Aber die sollen ja nur Zeit kaufen, die Geschütze. Wenn wir weiter brauche ich gar nicht rausrennen hier. Ich suche den. Ja, macht keinen Sinn. Da kommen sie. Ja, die Kolosse müssen wir auf jeden Fall behalten. Wenn wir doch nur früher gehandelt hätten. Tja. Jetzt werden wir alle sterben, ihr Idioten. Okay. Die Stunde der Wahrheit. Okay, so, jetzt kommen sie wahrscheinlich von hier. Ja. Also. Wenn die alle so schnell sterben würden, dann wäre es natürlich geil. Kommen sie wieder von oben. Oh, hier, 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 hier. Die sterben zum Glück relativ schnell. Oh, komm, bauen wir noch ein Geschütz. Oh, Leute, mir brennt richtig das Gesicht. Ui, ist das anstrengend. Ein würdiger Befehl. Knallrotes Gesicht habe ich. Aber gut, ich brauche die Leute. Wenn sie kommen, dass ich was zum Blocken habe. Mal schön reinworben. Mein Leben für Ajur. Ja, mir fehlt die Expansion hier. Aber da war schon ganz gut Ressourcen weg. Hier ist meine Geschütztürme auch weg. Sollen wir ein paar bauen hier? Alles richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt bereits die Saat eurer Zerstörung in sich. Oh Gott. Okay, das haben wir noch. Oh Gott. Oh Gott, von wo, von wo? Oh, kriegen Sie mal den Nachschub. Okay, zurück, zurück, zurück. Uiuiui. Echt? Können wir jetzt Träger bauen? Ja. Okay, Träger. Wir zögern zu lange.
Hui, Waffen-Upgrade ist teuer. Schilde können wir noch vielleicht mitnehmen. Stunde der Wahrheit schlägt. Oh, was machst du da vorne? Ein bisschen Mitschild. Wichtig. Mein Leben für Ajur. Die stürzen sich in den Nahkampf und. Die anderen schießen von hinten. Boah, die sind teuer, Alter. Aber ich glaube, wir werden sie brauchen. Komm, gib mir schnell Ressourcen, bevor sie angreifen. Okay. Uiuiui. 8 Minuten, Leute. Oh, da kommen sie. Ich glaube, der Kampf war ganz okay. Uiuiui. Mein Leben für Ajur. Ich tue niemanden. Die Großen tänzeln immer hier so rum. Boah, da sind immer noch im Bau. Unser Ruhm wird wieder. Träger eingetroffen, okay. Wer davon? Unser Leiden muss enden. Ja. Wir zögern zu lange. Ja. So, wenn wir die Kolosse verlieren, ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, wenn wir hier. Alter, 2500 Gegner umbringen. Junge. Okay, das ist schlecht. Oh, Leute, weg. Die muss ich unbedingt hier holen. Upgrade durchgeführt. Die müssen sterben, so schnell wie es geht. Ein Schild. Mein Leben für Ajur. Ja, ihr seht schon, die brauchen ewig für so einen Gegner. Wir zögern zu lang. Wie viel Koloss haben wir noch? Okay, das sieht nicht schlecht aus. Immer noch welche im Bau, alter Schwede. So, komm her. Und nochmal ein Türmchen bauen. Sehr schön. Ja, auch wenn das Waffen-Upgrade teuer ist, kommen wir nimm's mit. Schild-Upgrade. Unser Leiden muss weiß sowieso nicht, wo, ich weiß sowieso nicht, wohin mit den Ressourcen. So wie ich euch erschuf, kann man Sicherheit bringen. So werde ich euch vernichten. Okay, von unten. Wenn ich so ein bisschen unter Kontrolle kriege, mal die Angriffe, wenn die noch von einer Seite kommen, dann kriege ich das ja relativ vernünftig hin, ohne größere Verluste. Aber irgendwann wird die KI mir wahrscheinlich den Gefallen nicht mehr tun. Ah ja, jetzt ist... Okay. Ja, mit denen kann ich eigentlich die Gegner so ein bisschen liften. Kommt mal mit. Hier angreifen, das ist ein bisschen wichtiger. Sie brechen durch! Ja. Ist halt so, Leute, können wir ändern. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Komm weg. Weg. Ist er teuer? Ich brauche noch. Ja, Pylon. Ja, Pylon. Noch ein paar verloren. Kriegen wir das hin? Noch ein bisschen Meat Shield. Oh Gott, ich die verliere.
Uiuiui. Das sieht nicht gut aus. Oh mein Gott. Hörst unsere Feinde, unsere Feinde. Die müssen wir so schnell wie geht umhauen. Den einen da. Defensiver aufstellen. Okay. Aber wir müssen ja nur noch eine Minute durchhalten. Dann, Alter, ich habe ein richtig großes, hab ein richtig rotes Gesicht, Leute. Das ist echt anstrengend. Puh. Okay. Das ist echt mal eine brutale Mission. Okay. Okay, komm, ich hoffe mal, dass es nie zerstören. Wissen Sie nie. Es gibt kein Entkommen für euch. Ah ja, komm, wir ziehen uns zurück. Ich hoffe mal, es ist kein Fehler. Ja. Warum? Alter. Alles okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie relativ lang überleben. Komm, holt's euch. Ja. Oh, die hauen einmal zu und dann sterben meine Leute. Haben wir noch ein. Ach. Ja, die sind immer noch im Bau. Okay, ja, hier mal ein bisschen defensiver. Schild, ja, ist mir egal. Waffen. Ja gut, das ist auch egal. Durchgeführt. Ach ja, ich könnte halt diese hohen Templer nehmen, mit dem Psycho, die machen jetzt gerade viel Flächenschaden. Das würde mir natürlich enorm helfen. Aber dafür bin ich halt nicht gut genug. Aber hier kommen, auf euch. Oh Gott, ich verliere zu viel. Da verliere ich jetzt meine ganze. Ja. Hui, ich glaube, das war's. Ich jetzt meine ganzen Boden. Meine ganzen Leute verliere hier. Ja, gut, hier. Wir können halt nichts dagegen machen, aber. Wir sind später. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur! Ja, jetzt habe ich keine massiven Bodeneinheiten mehr. Wenn sie zu beten sein können, dann war es das. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben ja, für Ajur! Noch welche im Bau? Wir zögern zu lange. Oh, ist anstrengend. Mit Stolz. Da kommen sie wieder. Die ersten. Vielleicht können wir die ersten sogar noch ein bisschen abfangen hier. Ja, so ein bisschen was konnte man ja. Nicht viel, aber. Ach, naja. Ja, die werden ja alle weggeballert. Die schmelzen. Ich glaube, das ist rum, Leute. Ja. Die verwenden mich jetzt hier. Hier spricht Hierarch Artanis, Befehlshaber über die Schild von Ajur. Unsere Matrixfelder sind in Reichweite. Das ist schön. Massenrückruf initiieren. Aber wenn ich jetzt alles verliere, bringt das auch nichts.
und Schwestern, hört mich an. Die Zeit ist knapp. Oh. Ein jeder, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation noch übrig ist, steht hier und jetzt an eurer Seite. Ach so. Habt Vertrauen ineinander. Oh, hier. Einer, der kämpft. Ja. Töten, mit töten. Seele. Lasst unsere letzte Schlacht ein Fanal sein, sodass die Erinnerung an uns sind das vielleicht. Entferntesten Winkel der das sind jetzt gerne 200, aber. Entaro Tassadar. Ja, umbringen, umbringen, Leute. Eure Bemühungen sind fruchtlos. Meine Kreationen werden ein neues Zeitalter. Okay. Der. Wie konnten wir das ahnen? Komm, töte sie schneller. Können wir so irgendwo abfangen an irgendeiner Stelle? Oh Leute, 100, knappe 140 Gegner. Aber ich muss halt irgendwo hin. Oh, ich habe richtig knallrotes Gesicht. Ich könnte irgendwie. Das ist echt anstrengend. Kann man hier vielleicht irgendwie was absnacken? Ja, da kommt was. Okay. Zufriedenstellen. Ist alles nicht so gut. Ein würdiger Befehl. Wie ihr meint. Okay. Mit Stolz benötigen Unterstützung. Al-Humidor. Ein würdiger Befehl. Alter, die machen. Sie brechen durch. Oh. Okay, die haben wir vielleicht noch eine höhere Chance. Nice, weg, 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 weg. Oh mein Gott, das sind so viele. Ja. Oh. Oh, oh. Hier ist noch ein bisschen Platz. Wo wir vielleicht kämpfen können. Oh Gott. Leute! Ah, nimm jeden Gegner, nehme ich mit. Alter. Oh, da kommen sie. Humidor, ein würdiger Befehl. Wie ihr meint. Unser Leiden muss enden. Mit Stolz. Zufriedenstellen. Oh gut, um die nächste Welle. Ja, können wir es mal zugucken. Achso, müssen wir nachbauen. Ah. Warum machen die das nicht von allein? Oh Gott. Es sind einfach zu viele. Ja, schade. Ich kehre zurück in die Leere. Schade, Leute. Wir fordern hätten wir es irgendwie retten können. Nicht stark. Alter. Huf, letzten Spielstand. Ja, komm, probieren wir es. Spricht Hierarch Artanis, Befehlshaber über die Schild von Ayur. Unsere Matrixfelder sind in Reichweite. Okay. Massenrückruf initiieren. Das war relativ uninteressant. Und Schwestern, hört mich an. Die Zeit ist knapp. Ein jeder, der von unserer Spezies, unserer Zivilisation noch übrig ist, steht hier und jetzt an eurer Seite. Oh ja, hier sind eine Menge. Habt Vertrauen ineinander. Kämpft mit einer Seele. Lasst unsere letzte Schlacht ein Fanal sein, sodass die Erinnerung an uns okay, macht hier, komm, macht sie weg. Entferntesten Winkel der Galaxis strahlt. Entaro Tassadar! Und jetzt hier alles umbringen, so schnell wie es geht. Dann keine Zeit, Leute. Meine Bemühungen sind
Kreationen werden ein neues Zeitalter einleiten. Okay, uiuiui. Wir werden obsiegen. Nur die Leuten täuschen mich. Ich habe schon wieder keine Flieger mehr oder was? Keine. Doch jetzt. Okay. Ah, ich hätte mir vielleicht meine Ressourcen aufheben sollen. Denn ihr seht, diese Trägerschiffe haben diese kleinen Flugzeuge und wenn die sterben, dann können wir neue bauen. Was war denn der Vortex? Die Dämmerung naht. Da kann man irgendwie meine Zweifel schwinden. Gegner reinsaugen, glaube ich. Sind eins. Wir werden obsiegen. Ja, hier in so einer Engstelle kämpfen. Vorgezeichnet. Ja, jetzt sind wir unsichtbar. Nur die Gläubigen fürchten. Unter diesem Mutterschiff sind wir unsichtbar. Schreitet furchtlos voran. Ja. Meine Zweifel schwinden. Okay, das Vortex. Nice. Stärke euch ein. Und nun gegen einen Teil der Gegner kämpfen. Ja, nice. Okay. Schreitet furchtlos voran. Ja. Ah, ist natürlich ein Teil meiner Armee auch reingesogen. Okay, komm. Okay, weg. Okay. Kriegen wir hin, das Mutterschiff in Bewegung halten. Da sind sie ja ziemlich heiß drauf. Okay, Hammer. Sind sie auch schon. Meine Zweifel schwinden. Unser Weg ist vorgezeichnet. Lass uns mal unten fliegen. Ja, ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Schreitet furchtlos voran. Unsere Gedanken sind eins. Komm. Die Dämmerung naht. Wir werden obsiegen. Vortex ist wieder bereit. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Meine Zweifel schwinden. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen, Leute. Die Dämmerung naht. Aber geil wär's. Unsere Gedanken sind eins. Das ist echt mal brutal jetzt. Unser Weg ist vorgezeichnet. Ich hätte jetzt vielleicht gegen die furchtlos voran. Bodentruppen kämpfen unsere sollen. Unsere Gedanken sind eins. Komm, Vortex. Schreitet. Ah, den habe ich schlecht gesetzt. Komm, hier die ganzen, die mich enttarnen. Okay. Ich glaube, ich habe meine eigenen von meinen Trägerschiffen. Okay. Noch 10. Komm, wir schaffen es. 9. 5, 4. Ja, nein, noch. Oh. Uff. Törichte, hochmütige Kinder. Es gab eine unter euch, die meinen großen Plan hätte gefährden können. Aber in eurer Verblendung habt ihr sie für die wahre Bedrohung gehalten. So, jetzt können wir sterben. Alter Schwede, Junge, das war hart. Ich glaube, jetzt können wir langsam abnippeln. Weil da haben wir absolut gar keine Chance. Ich kehre zurück in die Leere. Vergebt mir, großer Tassada. Ich war nicht stark genug. Erschien. So werde ich euch erhalten.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Puh, Leute, Leute, Leute. Ich brauche eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.